Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine ihr zuerkannte hohe UN-Auszeichnung den Menschen in Deutschland gewidmet, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Merkel nahm am Montagabend in Genf den renommierten Nansen-Preis des UN-Flüchtlingshilfswerks entgegen, mit dem die Organisation Merkels Rolle auf dem Höhepunkt der syrischen Flüchtlingskrise 2015 und 2016 würdigte. Es hätten damals viele Menschen in den Kommunen und Gemeinden sowie viele Freiwillige mitgeholfen, die Herausforderungen zu bewältigen, sagte Merkel. Und ich wünsche mir am heutigen Abend anlässlich der Verleihung dieses Nansen-Preises, dass die guten Beispiele Schule machen und sich noch mehr Menschen dem Schutz anderer Menschen verpflichtet fühlen. Und genauso wünsche ich mir, dass kluge Politik, wo immer möglich, dazu beiträgt, die Zahl der weltweiten Konflikte zu verringern und damit erreicht wird, dass weniger Menschen ihre Heimat verlassen. Das Preisgeld in Höhe von $150.000 stellte sie zu gleichen Teilen 4 regionalen Preisträgern zur Verfügung, die gleichzeitig ausgezeichnet wurden. Darunter eine Ärztin im Irak und eine Frau, die Geflüchtete in Costa Rica seit mehr als 50 Jahren unterstützt.